So, dann läuft die Aufnahme wieder. Wir spielen weiter und wir sind in dem Fall der Piano-Art und ich, beziehungsweise er spielt nicht, er guckt zu. Ja, ich versuche es. Also. Er versucht es, wir haben gerade ein bisschen rumprobiert und ich komme nicht ins Level, ach jetzt. Was wollte ich sagen? Wir haben ein bisschen rumprobiert und es hat bei vielen Varianten ziemlich geleckt, auch spielmäßig. Jetzt haben wir es so hingekriegt, dass ich zumindest spielen kann wieder. Und er einigermaßen was sieht. Okay, das also, nehme ich jetzt gerade mal zurück. Mit ja, einigermaßen was. Okay, vermutlich. Vor allem, du klingst jetzt gerade ein bisschen metallisch. Als würdest das du ist schlecht. Nicht, dass du mir gleich hier verschwindest. Ich sehe genug. Den Boss kann ich jetzt vielleicht nicht in allen Einzelheiten verfolgen, aber ich sehe schon jeden fünften Schritt von dir oder so. Du siehst auf jeden Fall mehr, als manche Zuschauer bei Paper zockt sehen, wenn sie Gast sind, nämlich nichts. Achso, das ist auch gut, ja. Okay, jetzt bist du im Menü. Richtig, richtig. Ich will mal gerade gucken, ob die Pflanzen zufällig diese lustigen Teile hier kaputt machen. Nein, natürlich nicht. Hätte ja. Verdammt. Also ich kann dir jetzt auch gar keine Tipps geben, muss ich sagen. Nee, sollst du auch nicht, das wäre ja doof. Eben. Also ich hätte es doch gar nicht vorher. Ich zeig dir mal kurz diesen Wash-Adapter oder dieses Chat-Ding, das ist nämlich echt cool. Ja, ich, ja. Jet Mega Man. Ich kann mit dem nämlich eine begrenzte Zeit immer hier rumfliegen. Das siehst du ja am Rand, wo das Ding sich auflädt. Das ist richtig cool. Nice. Und damit komme ich wahrscheinlich jetzt auch wirklich an viele Stellen, wo ich vorher nicht war. Und ich möchte gerne den. Was? Das lädt sich nach Benutzen dann immer wieder ganz auf? Richtig, richtig. Das ist sozusagen nur kurzzeitig, dass ich halt nicht wirklich überall rumfliegen kann, sondern halt, ich kann jetzt nicht die Level überfliegen. Das geht jetzt nicht. Ich würde sofort runterfallen, weil das relativ schnell leer ist, aber ja. Ich kann es immer wieder nutzen. Cool. Aber wieso verschmilzt der mit Waff? Das tut man doch nicht. Ja, das ist so eine Art Adapter. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es ist ja in Ordnung, Waff als sklavisches Transporttier zu missbrauchen und alles, aber ihn zu verschmelzen, das ist ja ganz unter aller. So, ich will mal hier die Energie mir. Ach, ich kann nicht rutschen, wenn ich den habe. Okay. Gut zu wissen. Achso, ja, weil ja zu schwer ist, ne? Und ich kann auch keine Waffe wechseln. Also Waffe wechseln schon, aber ich könnte jetzt keine andere einsetzen. Dafür müsste ich den dann wieder aufgeben. Gab's ja auch in Mega Man 7. Überhaupt hat dieses Spiel einige Gemeinsamkeiten mit Mega Man 7, wenn nicht von Gegnern her. Das kann sein, dass sie da viel übernommen haben. Hilfe. Ja, ich mag oder Mega Man Ideen 7. Fortgesetzt haben. Ich habe Mega Man 7 habe ich nur bei... bei Merc habe ich es, glaube ich, gesehen. So, ich glaube, ich wechsle mal wieder. Das ist... gerade auch nicht sehr brauchbar, der Chat. Ja, ich sehe auch gerade nur, wie du über dem Teil da hoch und runter fliegst, also. Ah, diese Stacheln. Oh Gott, jetzt das Chat ist auch doof. Das war dumm. Ach, jetzt habe ich nicht nachgedacht. Ich wollte auch noch kurz sagen, warum ich in die Stage reingehe, weil der liebe Dani ja unter dem letzten oder vorletzten Video die Vermutung geäußert hat, dass der C-Flash die Waffe für den Windman sein könnte. Das will ich einfach mal ausprobieren. Mehr als rumprobieren kann ich jetzt eh nicht. Notfalls haben wir eben, ich hab mich gewundert, irgendwie du hast ihn eingesetzt und er hatte 6 Balken, glaube ich, weg. Und dann. Ich habe ihn eingesetzt und er hatte was weg. Oh, verdammt! Ja, hatte er. Aber leider war ich ja da nicht dabei oder Daniel oder sonst wer und ja, deshalb darfst du die Stage jetzt noch. Oh, verdammt, wieso ist mir das nicht auf? Das muss ich nur. Das muss ich mir hier gleich nach der Aufnahme nochmal angucken. Ach, deswegen hat er die Vermutung geäußert. Ich dachte, weil er irgendwie. Ach so! Verdammt! Er hat einen Schreibfehler gemacht, der hat nämlich Airman geschrieben. Ja, das ist ja egal, aber es ist. Stimmt, das hat er geschrieben. Aber wir wissen, wer gemeint ist, ja. Ach verdammt, das hab ich nicht gesehen. Über Gronkh sich immer aufregen, ja. Ich glaube, das dürfte jetzt einfach werden, weil da musst du eigentlich nur 5 Sekunden dastehen und ausweichen und dann dürfte der Geschichte sein. Jetzt muss ich erstmal die Stelle hier wieder schaffen. Vielleicht musst du diesmal kein F hinter den Titel schreiben. So, das wäre schön, ja. Ist nicht bei Plantman, Gott sei Dank, ja, und auch nicht mehr. Ach, die Teile hier, ja, die waren lustig. Könnte ja, ich jetzt theoretisch alles mit Wasch über... Ach, jetzt kann ich mit Wasch da hoch, das auf jeden Fall. So, komm, ab geh da. Und nach oben. Ich will nach oben. Ey, lass mich hoch, was soll das denn? Jetzt ist so blöd. Hä, wieso komm ich da nicht hoch? Ich kann doch noch ein Stück fliegen. Oh mein Gott, ich kann mich nicht festhalten. Ich könnte runterfallen. Das ist ja so flink. Hopp. Und hopp. Jetzt aber. Ja, ah, okay, jetzt geht's. Oh, hier gibt's sogar einen E-Tank. Wie cool. Ach so. Ah, wenn ich rutschen will, muss ich wieder umwechseln. Okay. Ja gut, den Sprung schaffen wir auch so.
Juhu! Ich trinke übrigens gerade Cola. Ah, und hier oben gibt es wieder ein Leben, genau. Du darfst gerne trinken, was du willst. Ja, ich trinke auch. Ich lese jetzt mal vor, was hier so drin ist. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten. Achso, das ist das ja. Und Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E-150D, Säuerungsmittel, Phosphorsäure, natürliches Aroma. Ja, das kommt immer ganz zum Schluss und Aroma verfügt man. Ich überlege gerade, ob hier noch was Schwieriges kam oder ob ich den schwersten Teil der Stage jetzt. Irgendwo bin ich hier hinten doch noch gestorben. Moment, ach, mal. Dieses Arsch, dieser Blöde da, den wollen wir nicht. So. Moment mal, wenn da Aroma Koffein steht, heißt das, es ist kein Koffein drin. Folglich hält's mich auch nicht wach. Okay. Egal, es schmeckt trotzdem gut. Das ist richtig. Ach, die Kacke hier, okay. Muss ich aufpassen. Hilfe! Lass mich! Stirb! Pfeifen. Hi. Ich könnte jetzt bloß seinem Pfeifen. Und sich ablenken. Och, das lenkt mich nicht ab. Was mich ablenkt, ist, wenn Nico was von Omas mir vorsingt. Das ist dann leicht ablenkend, aber... Hörst du das? Ach, jetzt kann ich hier wieder hoch und... Ach, das ist ja toll mit diesem Chat. Hörst du das? Man hört es ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass es total schlimm wäre oder übersteuert. Schade oder... eigentlich. Habe ich den Flash ja, voll? Ja, ist echt gut. Gemein. Ich kann mich auch gerade nicht vom Schwierigkeitsgrad beeindrucken lassen. Ich habe heute Cycling den Z3 gespielt. Da bin ich jetzt ein bisschen. Und jetzt sehe ich auch gerade, hier ist jetzt tatsächlich von diesem Beat ist jetzt, sind jetzt, also vier Buchstaben gibt's. Achso, ja klar, Beat. Ja, ich bin ja auch. Ja, auch die Leuchte mal wieder schlechthin hier. Ich weiß aber gar nicht mehr, was man kriegt, wenn man das Beat hat. Vielleicht naja, wahrscheinlich den Vogel, den ich, wie ich in 5, was war es, 5 in 5 auch bekommen habe, den ich dann auch beim letzten Boss gebraucht habe. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ding wirklich was gebracht hat. Der Vogel ist ja da nicht so. Jetzt bin ich gespannt. Ich hau mir eine runter, wenn es das war. LOL. Ich entschuldige mich für meine übliche Dummheit. Du hast 5 Minuten sonst gespielt. Alter, das... Aber du stirbst es nicht, oder? Nee, ich gehe mal nicht davon aus. Der sollte down sein. Jawohl. Ja, Alter, ja. Das gibt's nicht. Ey, wieso habe ich das nicht gesehen? Das Blöde ist, ich habe in dem Moment hingeguckt, als ich es eingesetzt habe. Und da ging es noch nicht direkt runter. Erst nachher und es ist mir dann nicht mehr aufgefallen. Verdammt. Kann durchaus sein. Also vielen Dank an Dani, dass ihm das aufgefallen ist. Finde ich super. Mama, wie lange lehnen wir jetzt denn auf? Naja, das waren jetzt 7 Minuten 51. Aber wann immer es funktioniert, beende ich den Part ja an der Stelle. Ich wollte eigentlich immer so eine Stage pro Video, nur wenn es halt nicht klappt, dann nehme ich gleich noch eine auf hinterher. Ach so. Okay. Und wenn es dann 2 Fails sind, dann sind es halt 2 Fails und ein etwas längeres Video. Aber den haben wir dann, kann ich einen Part wieder normal Windman nennen, ohne Fail. So mag ich das und der ist jetzt anscheinend auch abgeschlossen, da ist ein Megaman-Kopf. Genauso wie bei Plantman, der scheint dann auch abgeschlossen zu sein. Das heißt, wenn Megaman seinen Kopf in der Stage vergisst, dann ist die Stage abgeschlossen. Genau so ist das. Der Kopf sendet Radiowellen aus und die töten aller Gegner. Das Einzige, was ich noch schnell in der Aufnahme jetzt mache, ist, dass ich hier mal kurz reingehe und mich game overe. Das ist ein neues Verb übrigens. Gehst zum Ölscheich. Sich game overen. Genau, zum Ölscheich. Den werde ich dann als nächstes. Jetzt gucken wir gleich mal, was WeStorm kann. Ja, ich würde mal sagen, er kann... Wii und er kann Storm und... Okay, also es ist ein Wirbelwind, der nach unten losgeht. Ach, und jetzt kann ich auch schnell mal eben testen. Ach, Käse. Ach, geh weg. Käse! Käse an der Stelle, herzliche Grüße an Metal, falls ihr das sieht. Käse. Jetzt kann ich mal ganz schnell testen, ob das diese Lava, ob das instant tot für mich ist. Das okay. Wollte ich nämlich auch mal... Ja, gut zu wissen, haben wir das auch mal erfahren. Und ich denke wirklich, ich gehe mit dem Wind jetzt dann als nächstes zu Flameman. In der nächsten Aufnahme natürlich erst. Ich bringe mich nur schnell ganz um, dass ich wieder 2 Leben habe. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass die Musik von der Flameman Stage cool ist? Die ist... Stimmt, die ist cool, ja. Ja. Überhaupt ist bei Mega Man sehr viel Musik cool. Naja, ja, ich bin jetzt ein bisschen verwöhnt mit Sachen wie... Donkey Kong Country oder... Cool or Cruel oder Alexander Brandon allgemein. Ja, aber Mega Man hat ja auch schon, also wirklich sehr gut. Mega Man hat so seinen eigenen Stil, das ist cool. Vor allem Mega Man 9, da fand ich die Musik super. Ja, aber wir beenden jetzt das Video.
Und können im nächsten Part weiterreden über die Musik. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Ich auch. Ja, tschüss. Yay. Und da geht's weiter mit Mega Man 6. Ja, das soll ich überlegen. Ne? Part. Hast du so viel 8. gespielt? Part 8 müssen wir sein. Wir müssen Part 8 sein. Part 6 war Plantman, Part 7 ist Windman, Part 8 ist dann Flayman. Super. Ich gehe stark davon aus, dass wir den jetzt weghauen. Denn selbst wenn das Windding es nicht ist, dann setze ich halt einen E-Tank ein und damit packe ich den dann auch. Das war ja schon extremst knapp das letzte Mal. Und naja. Ja. Ja, der liebe Piano-Art ist noch mit dabei. Ich bin lieb. Und ich darf nicht vergessen, dich dann in die Beschreibung zu setzen. Ja, das ist ganz wichtig. Das, ja, doch, doch, das ist schon wichtig. Das wird meine Abonnentenzahl beträchtlich erhöhen. Nicht deswegen, aber... Ja, ja, ich weiß schon, ja. Allgemein. Ich werde mit 0 geschrieben, das weißt du. Ja, ja, ich kenn's ja gar nicht, mein SMB Central Account. Ich gehe auf deinen Account und mach da kopieren und einfügen, also gehe ich immer auf Nummer sicher. Bevor ich mich da verschreibe oder irgend so ein Kram, dann ist doof. Ich denke mir jetzt Alternativnamen für die Bosse aus, für die Roboter. Yo! Für den hier habe ich schon einen Namen. Turbanmann. Nein, Ali. Sehr gut. Das ist der Ali. Und der Ali hat eine... Was hat er da? Einen Flammenwerfer. Er betreibt nämlich eine Keksfabrik. Und diese Keksfabrik muss er verteidigen mit dem Flammenwerfer. Und deshalb wirft er Flammen auf Megaman, weil Megaman so gerne Kekse isst. Und da er die Keksfabrik verteidigt und in der Keksfabrik Kekse hergestellt werden, schießt er auf Megaman, damit er keine Kekse essen kann. Die Story finde ich super. Ja. So ungefähr. Ja, ja, die ist durchaus auch sehr realistisch. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich gut in Megaman. Ja, die ist super. Nee, ich bin auch mal auf Mega Man 7 dann gespannt, weil das ist dann völlig anders, glaube ich. Also so vom Sehen her, der Mega Man ist dreimal so groß. Ja, es ist vor allem auf einer anderen Plattform. Ja, das auch. Ja, aber... Okay. Und deswegen ist auch die Steuerung komplett anders und ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Ich nehme da immer die Mario-Steuerung. Und da, weißt du, was da auch cool ist? Ups, da ist ja was. Du kannst da einfach die Turbo... auf die Fußtaste legen. Ja, aber das mache ich nicht. Das ist richtig cool. Ich cheate nicht rum. Wenn ich cheaten wollen würde, würde ich jetzt selbst Hates benutzen. Wir wollen ja nicht Mirko nachmachen. Ja, also bei manchen Bossen kann ich es durchaus verstehen, dass man selbst Hates setzt. Manchmal bin ich auch kurz davor, aber dann klappt es Gott sei Dank. Und dann muss ich es nicht mehr machen. So, jetzt sind wir doch gleich hier wieder durch. Ich weiß doch, das war doch hier gleich. Ja, hier zu Ende, Hilfe! Nicht, dass wir jetzt noch hier... Oh Gott. Oh. Und du bist keinmal gestorben, ne? Ja, naja, es ist auch eine recht einfache Stage, muss man dazu mal sagen. Übrigens will ich den Wind jetzt noch nicht verbrauchen. Also, ich bin jetzt so eine... Ich würde jetzt... Egal, mach du, was du willst. Ach, weil ich habe genug Energie. Also, außerdem probiere ich es ja nur aus mit einmal schießen, ob es das überhaupt ist. Ja, ich weiß nicht, was es sonst sein sollte. Doch, es könnte noch Eis sein. Ja, das ist es. Ja, stimmt. Und es verbraucht kaum was, ich kann es also problemlos ausprobieren. Ja, und dabei kannst du sterben, ne? Könnte ich, aber habe ich nicht vor. Und werde ich auch nicht. Achso, jetzt! Okay, ich hab's schon. Okay, wie lange hat das jetzt gedauert? Wir sind bei 3 Minuten 40, das ist viel zu kurz. Das ist viel zu kurz, das hänge ich ans andere Video mit ran. Echt? Ja, das machen wir so. Schluck, schluck. Dann haben wir einen Dingens plus, haben wir einen Windman plus, oh, noch ein Power, nochmal ein Adapter. Das ist noch nicht, ja, weiß. Okay, was ist das denn für einer? Was macht der andere? Der Adapter könnte jetzt vielleicht endlich mal der sein, der mir die Blöcke kaputt macht, wenn er Power Adapter heißt. Ich glaube, das ist er sogar, es gibt nämlich nur zwei, soweit ich weiß. Das könnte wirklich sein, ja. Da kannst du jetzt mal in die Stages noch reingehen, oder in der nächsten Aufnahme, oder so, kannst du mal so eine... Das machen wir im nächsten Video. Ja, dachte ich. Du siehst's ja gleich. Also du musst dich nicht gedulden. Nö. Die anderen schon. Die Leute. Dafür habt ihr jetzt einen etwas längeren Part wieder gehabt, weil ich zwei zusammengeschnitten hab. Mhm. Und wir verabschieden uns zum zweiten Mal in diesem Video. Ha! Look. So geht das. Also ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage tschüss. Tschüss.